sind die Worte, die wir hören müssen am guten Morgen. Dann läuft alles. Oh, echt, vorhin wir es nicht gut. Mir ist nicht gut, dass wir so unser ganzes Leben, so unser ganzes Sein wirklich Gott wiedergeben können. Das ist ja so die Erlösung, dass ich sage, hey, den Teil des Geistes, den ich in einer Fehlschöpfung, in einer wahnsinnigen Idee von, ah, ich glaube, ich trenne mich mal vom Ganzen, ah, ich glaube, es ist mir gelungen, in dem Teil, darum sagt Jesus, ja, hey, du musst mich ins Ego bitten, in den Teil des Geistes, dass wir da sagen, hey, Heiliger Geist, da will ich mich wieder von dir belehren lassen, Jesus, da will ich dir nachfolgen. Und dass wir diesen Teil wieder Gott unterstellen, so gesehen, hey, ich bin der Bote Gottes, die Botin, ich bin unter den DienerInnen Gottes, wie auch immer. Und dass darin wirklich unser allergrößtes Glück liegt. Unser allergrößtes Glück, weil wir sind Mitschöpfer Gottes und eine Fehlschöpfung, ein Ego zu machen, eine Identität ohne Gott, das kann nur Leid sein, weil in Gott Perfektion ist. Das kann nur, wie hieß denn das immer, B-Ware? A-Ware, B-Ware. So, das ist nicht das, was wir wollen. Und das ist ja der Kurs, dass Jesus uns aufmerksam macht, hey, das ist gar nicht dein Wille, was du da denkst. Das ist gar nicht dein Wille, dein Ego zu schützen. Ich muss mal eben gucken, wo es mit dem Lesen weitergeht. Der Gruppe, wenn ich es jetzt finde, weiter geht es mit 31,16. Tada, das ist auf Seite 649, wenn wir gleich lesen. Und wirklich den Irrtum anzuerkennen, wow, ich dachte wirklich die ganze Zeit, mein Glück oder mein Wille ist es, getrennt zu sein und jetzt augenblicklich zu merken, ach nee, das ist gar nicht mein wirklicher Wille. Das ist ja was Jesus sagt, hey, wir müssen da ehrlich sein. Und da wir das Ego aber geschöpft haben, da wir das gemacht haben, haben wir wie Gott uns schützt, schützen wir das Ego, schützen wir das Selbst, was wir gemacht haben. Und darum werden wir ja so liebend, so mit unendlicher Geduld dahin geführt, dass es Wahnsinn ist, dass wir das schauen können. Ah, okay. Sobald ich glaube, ich bin von meinem Vater getrennt, bin ich voller Angst, bin ich echt hasserfüllt und bin ich, was wir auch schon hatten, wenn sobald du glaubst, der Traum ist wirklich und du drauf einsteigst, bist du böse. Das sagt Jesus ja auch. Das ist einfach sofort da, weil wir dann wirklich glauben, es geht um unser Leben, wenn im Körper was passiert. Darum. Ne? Dann nehme ich mich als Körper wahr, die anderen auch als Körper und dann glaube ich wirklich, mir kann jemand meine Identität nehmen. Das ist ja das, was im Ego passiert. Mir kann jemand meine Identität, meine Sicherheit nehmen. Und das ist ja das, was wir erlöst sein lassen, wirklich in jeder Vergebung, immer wieder in den Augenblick. Okay, wow, ich bin Geist. Ich bin Geist. Mir ist nichts geschehen. Ich kann mich in die Gegenwart Gottes trösten lassen, mich wiederfinden. Und die Lektion heute auch, oder? Ist auch so ein Flash alles, ne? Geben und empfangen, sind in Wahrheit eins, jetzt, gegenwärtig. Alles, was du gibst jetzt an Gedanken, an Segen, das empfängst du. Und dieses Gesetz Gottes, so uns in dem wiederzufinden, dass egal, was wir gerade noch getan haben, gedacht haben, ich jetzt das geben kann, was ich empfangen will. Das heißt das ja. Das heißt ja nicht, oh, ich mache aber nicht mal keinen Fehler, sondern es heißt, hey, du bist augenblicklich wieder in der Liebe Gottes erlöst. Das ist das ja. Und das Üben mit dem Heiligen Geist ist ja immer wieder, jetzt kannst du die Antwort Gottes auf deine Idee der Trennung hören. Jetzt ist das möglich. Egal. Und echt. Oh. Ich finde es so ein
unglaubliches Geschenk. So wirklich so ein, das ist so, und es ist ganz natürlich. Und doch, wir können es uns einfach nicht vorstellen, dass wir jeden Augenblick, jeden Moment uns noch tiefer erinnert, hier noch glücklicher, angstfreier, freudvoller sind. Das berührt mich dermaßen. Und das ist wirklich nur der Irrtum im Denken ist, in der Wahrnehmung, dass ich immer wieder glaube, ach, vielleicht habe ich mich doch getrennt. Und das berichtigt sein zu lassen, ey, das steht uns allen gleichermaßen frei. Es kann dich niemand davon abhalten, jetzt zu vergeben. Niemand davon abhalten, jetzt zu sagen, hey, ich bin bereit. Egal wie wackelig scheinbar meine Knie sind auf dem Weg mit dir in dieser inneren Führung, Jesus, Heiliger Geist. Ich bin bereit, dir jetzt nachzufolgen, mit dir mitzuhüpfen, wie auch immer. Ich will nicht mehr dieses Ego schützen, ich will nicht mehr die Trennung schützen, ich will mich von dir berührt sein lassen, erinnert sein lassen, wer ich wirklich bin. Und es ist uns allen augenblicklich gleichermaßen gegeben, weil Gott in uns allen gleichermaßen wirkt. Und das ist nämlich das super Tolle, was ich immer mehr merke. Ich war früher so im Vergleich und in Konkurrenzneid. Kennt jemand? Genau. Und das ist das Ego. Wir vergleichen uns. Und wo Jesus uns wirklich hinführt, ist, dass nur du deinen Teil geben kannst. Es geht nur um Inspiration, wenn du auftauchst. Und das war ja auch eine der Lektionen jetzt. Wenn du die Gabe Gottes bist, dann nimmst du niemandem etwas weg, sondern du ermöglichst es, weil du deinen Geist so weit öffnest, du ermöglichst allen auch aufzutauchen. Das ist doch Flash, oder? Und das ist was, ja, finde ich auch wirklich, ich feiere das auch jeden Tag so, weil das ist wirklich, weil wir dieses ganze Denksystem vom Ego in Opposition zu Gott gesetzt haben. Ich habe ohne Gott geschöpft, also kann es nur genau das Gegenteil sein und eine Illusion, was ich versucht habe, aus mir und allen anderen zu machen in diesem Traum. Ein Traum von Gott ist nicht da und wenn er da ist, will ich ihm nicht begegnen, weil es eine wahnsinnige Welt ist. Und das ist der Irrtum. Und den berichtigt sein zu lassen und es ist so ein Geschenk, finde ich, dass das ehrlich möglich ist, oder? Dass wir das immer mehr wahrnehmen. Und es braucht wirklich nur die Bereitschaft zu sagen, ich will mit nichts mehr recht haben. Ich will nicht mehr damit recht haben, dass mich irgendetwas hier im Zeitraum wirklich verändert hat. Ich will mich von dir, und wenn ich glaube, dass mir was passiert ist, in den Augenblicken bin ich ja auch immer wieder, wenn ich mir Angst mache, dann will ich mich augenblicklich von dir trösten lassen und mir aufzeigen lassen, wer ich wirklich bin. Das ist ja unser Üben. Darum sagt Jesus, hey, du musst ehrlich sein in deinem Üben. Du musst völlig ehrlich sein, weil es geht immer darum, es ist egal, was die Welt sagt, weil die Welt ist ja meine Projektion. Es geht darum, wow, nehme ich wirklich gerade wahr, dass mein Vater mich liebt und hält. Nehme ich das wahr? Und wenn ich das nicht wahrnehme, glaube ich einer Illusion mehr als wie jetzt der Stimme Gottes in mir. Und wenn ich diese Stimme Gottes in mir höre, diesen Gedanken, mich als Gedanke Gottes sein lasse, wow, danke Vater, wow, danke, dass ich hier dein geliebt sicheres Kind bin und einfach nur dich durch mich geschehen lasse. Das sagt Jesus ja, hey, der Weg zur Kreuzigung, das war mein Part. Wenn du mir nachfolgst, dann bist du nur noch hier, um aufzuzeigen, wie glücklich du in der Gegenwart Gottes bist, dass das Gott für uns will, weil wir ewig sind, weil die ganze Welt der Irrtum ist. Das ist ja, und uns da immer wieder hinführen zu lassen, ich finde das wirklich, wirklich, wirklich ein Geschenk. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind sicher in Gott und danke, dass wir das alle wirklich ebenbürtig sind. Keiner mehr, keiner weniger. Uns sind die Gaben Gottes allen gleichermaßen gegeben. Allen. Allen. Und das gibt uns die Freiheit, wirklich hier zu sein, weil du niemandem etwas wegnimmst, wenn du dich ganz gibst und schenkst. Du gibst im Gegenteil, du fügst allen alles hinzu und die Inspiration ist da für alle, dass es möglich ist. Und jetzt sind wir im Kapitel 31 schon, die letzte Schau, und da geht es um die Einfachheit der Lösung. Alles, was sie aussagt, ist da oben der erste Satz. Wir lesen gleich bei 6.
dass das, was niemals wahr gewesen ist, auch jetzt nicht wahr ist und es niemals sein wird. Alles, was sie aussagt, die Einfachheit der Erlösung ist, dass das, was niemals wahr gewesen ist, auch jetzt nicht wahr ist und es niemals sein wird. Und wir sind ja bei Jesus Christ Superstar in der Lehre so gesehen. Und als ich diese Aussagen das erste Mal gelesen habe, habe ich gesagt, wow, da will ich mich echt von dir belehren lassen, dass das ehrlich wahrnehmbar ist. Da will ich jetzt nichts verdrängen, weil ich mich ja echt ultra, ultra, ultra verletzt gefühlt habe. Wir haben ja alle gedacht, wir sind die mit der schlimmsten Geschichte, oder? Nur das ist ja unsere Wahrnehmung in Trennung von Besonderheit. Und uns da wirklich führen zu lassen, hey, wohin soll ich gehen? Was soll ich sagen? Und zu wem führ du mich? Du sagst, ich weiß nicht, was Heilung ist. Also lasse ich mich von dir führen, egal ob mir das gerade persönlich passt oder nicht. Darum geht es ja. Dass wir eine innere Führung haben, die uns in ein dermaßen großes Glück führt, auch wenn die Person, wenn das Ego sagt, nee, mag ich nicht, will ich nicht, sondern einfach das an die erste Stelle mehr und mehr zu setzen, die Stimme Gottes. Jetzt sind wir auf Seite 649 bei Klein 6. Ist diese eine kleine Stimme, also bestimmt der Heilige Geist, nehme ich mal an, ist diese eine kleine Stimme so sanft, dass sie sich, genau, über den sinnlosen Lärm von Geräuschen, die keinerlei Bedeutung haben, nicht erheben kann? Ist diese eine kleine Stimme so still und sanft, dass sie sich über den sinnlosen Lärm von Geräuschen, die keinerlei Bedeutung haben, alles, was ich gedacht habe, jemals im Zeitraum, ist bedeutungslos, wenn ich es ohne Gott gedacht habe. Wenn ich ohne Gott denke, ist es eine Fehlschöpfung. Und darum ist es bedeutungslos und darum ist es überhaupt vergebbar, das sagt Jesus ja. Wenn die Welt wirklich wäre, könntest du nicht vergeben, dann kannst du nicht vergeben. Wenn das nicht bedeutungslos ist, wenn das nicht ohne Wirkung wäre, was wir hier in Angst gemacht, gesagt, getan haben, dann könnten wir nicht vergeben, weil Vergebung wirklich nur uns daran, es hebt nur auf. Wunder, sagt Jesus im Kurs, heben nur auf, nur Irrtümer. Es werden nur Irrtümer aufgehoben und wir finden uns wieder in unserer Unverletzlichkeit, Unschuld, in der gegenwärtigen Liebe Gottes. Und diese Stimme kann sich natürlich über alles Bedeutungslose erheben. Gott hat es nicht gewollt, dass ihn sein Sohn vergesse. Danke. Danke. Danke, dass ich wirklich so in eine Fehlschöpfung gehen kann, über, keine Ahnung, tausende Millionen von Jahren. Und augenblicklich bin ich erinnert, wer ich bin, weil Gott nicht wollte, dass ich ihn vergesse. Ist doch Flash, oder? Und Gott braucht keine Zeit. Das ist ja damit gemeint. Wenn ich bereit bin zu sagen, okay, wow, tu mir das alles hier selber an, alles. Es ist nicht das, was Gott für mich will, Vater, das ist nicht das, was du für mich willst. Ich bin bereit, mich berichtigt sein zu lassen, egal wie viel Widerstand, wie viel Zweifel da sind. Ich will anerkennen, dass Erlösung eine Einfachheit beinhaltet, weil es gar nicht anders sein kann, weil der Traum nicht wirklich ist. Und das will ich mir aufzeigen lassen. Wow, ich finde das echt so schön. Und dann hat die ganze Welt eine andere Bedeutung. Jeder Augenblick hat die Bedeutung von Erlösung. Egal wie doof ich gerade jemanden finde, ich sitze da und merke, okay, wow, ich kann ihn jetzt weiter doof finden oder ich vergebe jetzt und lasse Erlösung geschehen, weil ich da sowieso irgendwann landen werde. Und das ist ja das, dass wir immer bereiter werden, weil wir wissen, irgendwann vergebe ich sowieso. Das hat Jesus mir immer gesagt anfangs, als ich gesagt habe, da will ich nicht vergeben. Hat er gesagt, macht nichts, musst du auch nicht. Aber frag dich jeden Tag aufs Neue, weil irgendwann ist natürlich, dass wir uns vergeben wollen, weil wir Sohnschaft sind. Und weil ich dem anderen das Ego gebe. Der kommt nicht mit seinem eigenen zu mir, sondern Jesus sagt, du gibst jedem das Ego, was er für dich hat.
Du siehst die Vergangenheit da draußen. Du projizierst das, was du in dir nicht berichtigt, erlöst, vergeben hast. Das projizierst du nach draußen, weil du es nicht aushältst in dir. Und darum siehst du da die Doofen. Die Doofen. Und darum denkst du zwischendurch, die sind wirklich doof. Gott hat nicht gewollt, dass ihn sein Sohn vergesse. Und die Macht seines Willens ist in der Stimme, welche für ihn spricht. Die Macht ist im Heiligen Geist. Und wenn wir verletzt sind und das Ego versucht so aus, wenn alte Dinge auftauchen, kennt ihr das? Dann versucht das so ein riesen Ding draus zu machen. Verwirrung, das sagt Jesus ja auch. Je tiefer du kommst und wenn du loslässt, dann hast du Augenblicke von Verwirrung. Du weißt überhaupt nicht mehr, wo und wer du bist. Und dann wirklich zu sagen, ey, okay, wow, ich will diese Stimme. Ich will Jesus Christus jetzt. Heiliger Geist, ich lasse dich jetzt nicht los. Ich will mich von dir jetzt erinnern lassen, wer ich bin. Weil das die machtvolle Stimme Gottes in mir ist. Und wir müssen uns darauf beziehen, weil wir in der Tat Ja gesagt haben zu einer Schulung, in der alle Gesetze der Welt berichtigt sind in die Gesetze Gottes. Dass wir jetzt sicher in Gott sind. Dass wir ewig Mitschöpfer sind. Welche Lektion wirst du lernen? Welches Ergebnis ist unvermeidlich, so gewiss wie Gott und weit erhaben über alle Zweifel oder Fragen? Kann es denn sein, dass dein kleines Lernen seltsam im Ergebnis und an Schwierigkeiten unglaublich den einfachen Lektionen widerstehen wird, die du jeden Augenblick an einem jeden Tag gelehrt wirst, seit die Zeit begann und das Lernen gemacht ward? Wie schön, oder? Wir haben uns hier die Trennung gelehrt und gelernt. Und in jedem Augenblick seit Anbeginn der Zeit antwortet der Heilige Geist, und sagt, du hast dich niemals getrennt. Du bist ewig jetzt in der Liebe Gottes. Und das werden wir alle lernen. Und das Lernen wurde eingeführt, weil wir wirklich gedacht haben, ich habe mich gelehrt, dass ich getrennt bin. Und das lasse ich jetzt wieder erlöst sein, dass es niemals stattgefunden hat. Und ich finde wirklich, dieser Weg dahin, das sagt Jesus ja, der ist im höchsten Maße individuell. Der Heilige Geist lehrt dich den Weg nach Hause, führt dich den Weg, wie er keinen anderen führt. Wir haben nach Besonderheit verlangt und in Gott ist uns alles gegeben. Die Stimme Gottes spricht zu mir den ganzen Tag hindurch. Natürlich ist die Erlösung das Prinzip von Vergebung, weil Vergebung die einzige Illusion ist, die nur eine Richtung hat. Nämlich immer wieder Berichtigung, wow, im heiligen Augenblick. Und was für ein Geschenk, was für ein Geschenk. Und wir können es nicht machen, wir wissen nicht, wie es geht. Wir können nur sagen, hey, ich mische mich immer weniger ein. Ich vertraue der Stimme Gottes in mir immer mehr, selbst wenn ich erstmal da sitze und denke, wow, Heiliger Geist, bist du das wirklich, Jesus, bist du das, dieser Impuls, oder ist es das Ego? Und da einfach in Kommunikation zu bleiben. Okay, ich habe jetzt was gehört, ich hüpfe erstmal los. Wenn es das Ego ist und nicht du, dann mach mich, sobald ich bereit bin zu hören, darauf aufmerksam. Das ist ja Kommunikation, einfach nicht aus dieser Kommunikation zu gehen. Ah, ich merke, es war das Ego. Ah, macht nichts, ich vergib mir. Ah, ich will mich von dir berichtigen lassen. Wir kommen ja aus einer vollständigen Kommunikation im Ego und laden Jesus und den Heiligen Geist in den Bereich des Geistes ein. Das passiert ja. Und natürlich ist da vielleicht erst eine Verwirrung, doch die Stimme im Heiligen Geist, die Führung von Jesus, die Nachfolge. Jesus sagt ja, ich bin die Manifestation des Heiligen Geistes. Da ist immer, ganz schnell merken wir, wow, da ist Liebe. Das ist immer für alle. Das ist immer okay, selbst wenn ich durchgeführt werde durch Scham, weil ich irgendwas in mir versuche, versteckt zu halten, weil ich mich einem Bruder echt gerade unmöglich gegenüber verhalten habe.
Es geht immer um Freiheit, es geht immer um Erlösung, es geht immer, wow, es gibt hier nichts zu fürchten, nichts zu verstecken, gar nichts. Das ist ja der Heilige Geist. Der will, dass wir freudvoll üben, lernen. Es ist kein großes Ding, wenn alter Hass aufsteigt. Überhaupt nicht. Gar nicht. Es gibt nichts zu schämen, nichts zu fürchten. Wir üben hier gegenwärtig. Das ist das, wo wir sind. Wir sind die Sohnschaft. Wir haben uns scheinbar zersplittert in so viele kleine Teile. Und jetzt sagen wir, okay, ich bin bereit, all das wieder zu mir zurückzunehmen, erlöst sein zu lassen in die Gegenwart Gottes. Ach, ich habe mich niemals getrennt. Bei Klein 7 steht, es gibt nur zwei Lektionen, die zu erlernen sind. Danke, ist ja schon mal einfach überschaubar. Es sind nur zwei, keine Millionen, keine Hunderttausend. Danke. Und das Ergebnis einer jeden ist eine andere Welt. Und jede Welt folgt ganz gewiss aus ihrer Quelle. Das sichere Ergebnis der Lektion, der Gottessohn sei schuldig, ist die Welt, welche du siehst. Es ist eine Welt der Schrecken und Verzweiflung. Es gibt in ihr auch keine Hoffnung auf ein Glück. Da ist kein Plan für deine Sicherheit, welchen du machen könntest und dem jemals Erfolg beschieden wäre. Es gibt keine Freude, nach welcher du hier suchen und von der du hoffen könntest, sie zu finden. Der Sohn Gottes ist schuldig. Ich habe mich getrennt. In dem Augenblick habe ich mich schuldig gefühlt, sündig. So wird ja die Trennung beschrieben. Ich habe mich vor Gott versteckt und geschämt. Sie versteckten und sie schämten sich. Und diese Schuld, diese Urschuld nicht auszuhalten, das ist ja die Projektion. Ich habe mich wirklich getrennt. Und diese Schuld, die ich dabei empfinde, die projiziere ich nach draußen und darum sehe ich diese schuldige Welt. Und das Ego, das sagt Jesus ja, wenn du das Ego wirklich in seinem Wahnsinn schauen kannst mit mir, dann wirst du das nicht mehr schützen. Und doch solange du, wir im Ego-Denksystem immer wieder sind, da bietet uns das Ego ja Erleichterung an. Und das ist der Größenwahn. Eigentlich bist du der, die Tollste der ganzen Welt. Irgendwann werden das alle merken. Ich verstehe auch nicht, was mit den anderen los ist, dass sie das noch nicht gemerkt haben. Kennt ihr sowas? Diesen Gedanken? Genau, und das ist so guck mal, so schlimm bin ich doch nicht. Das Ego-Denksystem. Und es ist auch wirklich in sich geschlossen. Da ist kein Plan für deine Sicherheit. Und das ist ja das, was wir versuchen. Wir versuchen, uns hier sicher zu halten. Es geht ja immer nur um Identität. Ich habe vergessen, wer ich bin. Ich habe meine Identität als Sohn Gottes vergessen und daran lasse ich mich jetzt wieder erinnern, dass ich ewig sicher in Gott bin und war. Dass es nur ein Teil in meinem Geist ist, der halluziniert hat, dass ich diese Sicherheit, dieses Zuhause jemals verlassen habe. Und ich werde in der Welt keine Sicherheit finden. Das versuchen wir hier scheinbar seit Millionen von Jahren. Und jetzt sind wir bereit einzusehen, ah, okay, es ist unmöglich. Und dass es unmöglich ist, ist die größte Freude. Das gehört ja dazu. Es ist unmöglich, hier in der Welt Sicherheit zu finden. Ach, danke, ich kann damit aufhören. Ach, danke. Ach, ich muss es gar nicht weiter versuchen. Ich kann mich in mir wiederfinden, in deiner Gegenwart, Gott. Und da bin ich sicher. Und dazu müssen wir aber wirklich wahrnehmen, was wir hier machen. Dass es wirklich eine Welt der Schrecken und Verzweiflung ist. Und das, solange wir das Ego schützen, sagen wir noch, naja, so schlimm ist das ja auch nicht immer. Kennt ihr das? Naja, es gibt ja auch Momente, da fühle ich mich sicher. Genau, es gibt keine Freude, nach welcher du hier suchen und von der du hoffen könntest, sie zu finden. Das sind nur Einbildungen. Weil sobald ich glaube, getrennt zu sein, bin ich voller Angst. Und Angst und Liebe und Freude sind unmöglich zusammen. Das werden wir nie zusammenbringen können. Danke. Ich danke. Danke, dass wir so sicher sind in der Erlösung. Doch das ist nicht das einzige Ergebnis, das dein Lernen produzieren kann.
wie sehr du auch die von dir gewählte Aufgabe einstudiert hast, jene Lektion, die Gottes Liebe spiegelt, ist dennoch stärker. Und du wirst lernen, dass der Sohn Gottes unschuldig ist und eine andere Welt erblicken. Wir werden das lernen. Die Erlösung ist gesetzt. Es ist gesetzt. Die Erlösung ist, weil wir einfach erlöst sind. Und ich nehme es in mir auch immer mehr wahr. Ne? Ich kann mich versuchen zu wehren. Ich kann sagen, oh, ich glaube doch, ich bin Andrea Hanheide. Ich habe eine Vergangenheit und damit kann ich irgendwie so rumhüpfen, irgendwie einen Augenblick. Und ich merke sofort, okay, sofort ist Angst da, sofort ist Müdigkeit da. Und ich kann wieder irgendwie nur sagen, hey, Jesus, ey, belehr du mich, wer ich bin. Heiliger Geist, ich will wahrnehmen. Ich will nur noch mit dir denken. Ich will hier geben und empfangen. Ich will mich hier nur noch erinnern und alle anderen auch, wer wir wirklich sind. Weil darin die größte Natürlichkeit ist. Weil es das Unangestrengteste ist, was wir hier wahrnehmen können. Ich muss nichts verteidigen. Selbst was ich gestern gelehrt habe, ist heute schon wieder neu vertieft. Es gibt nichts zu verteidigen. Ich muss nichts abwehren. Fehler sind zugebbar. Ich kann sagen, ja, habe ich mich gestern getäuscht, verstehe ich heute tiefer. Wie toll ist das denn? Das ist das ja. Darum sind wir ja als Kind Gottes unverletzt. Darum liegt ja in meiner Wehrlosigkeit meine Stärke. Weil wir sind Gegenwart. Immer tiefer erinnert, bis wir die Welt loslassen. Bis wir bereit sind zu sagen, ja, ich bin bereit, alles komplett loszulassen. Und was Jesus sagt, hey, dann du musst dich in den glücklichen Traum führen lassen. Du musst vergeben, so gesehen. Du hast keine andere Chance, wenn wir mit dem Kurs gehen wollen. Es geht ja auch über Kontemplation, über Beobachten im Geist, weil das Ziel festgesetzt ist. Und wir haben uns ja hier entschieden zu sagen, okay, ich lasse mich belehren, dass ich da draußen meinen Geisteszustand sehe. Dass ich jedem das Ego gebe, dass es alles Aspekte in meinem Geist sind, mir die Trennung zu beweisen. Und dass die vielen Formen bedeutungslos sind. Und das kann ich wahrnehmen, wenn ich immer wieder berichtigt bin, zu vergeben und mich im heiligen Augenblick in Gott wiederzufinden. Erlöst, gebend, liebend, augenblicklich. Ich war gerade noch voller Abwehr und habe gedacht, und ich finde mich wieder in der Liebe Gottes und da ist nur noch ein Lächeln, ein Lachen, weil ich weiß, okay, wir sind in der Gegenwart Gottes mit Schöpfer und ich kann die Fehlschöpfung halten oder ich sage, ey, ich will hier Liebe ausdehnen, ich will hier nur noch meine Heilung geschehen lassen, meine Erinnerung, das ist der heilige Augenblick, das ist ja die Berichtigung in Vergebung, ich bin bereit, meine Unschuld anzunehmen für einen Augenblick, damit ich die mit allen teilen kann. Und das wird geschehen, weil es schon geschehen ist. Und dann steht bei Klein 8, Seite 650, das Ergebnis der Lektion, dass Gottes Sohn schuldlos ist, ist eine Welt, in der es keine Angst gibt. Und alles mit Hoffnung erleuchtet ist und funkelt mit einer sanften Freundlichkeit. Es gibt nichts, was nicht den sanften Ruf an dich ergehen lässt, dein Freund zu sein und sich mit dir verbinden zu dürfen. Und niemals bleibt ein Ruf je ungehört. Wird missverstanden, noch bleibt er ohne Antwort in eben derselben Sprache, in welcher er erklang. Und du wirst verstehen, dass es dieser Ruf war, den jedermann und alles innerhalb der Welt stets ausgesandt hat. Du jedoch hattest ihn nicht wahrgenommen, wie er war. Nun siehst du, dass du dich geirrt hast. Und es ist so schön, wenn wir merken, wow, ich habe mich nur geirrt.
Ich habe mich nur geirrt. Ich habe hier so gelitten. Ich habe hier so gekämpft. Ich habe hier so versucht aufzuzeigen irgendjemandem, hey, du hast mich verletzt, darum kann ich jetzt nicht glücklich sein. Darum bin ich jetzt nicht freudvoll in der Welt. Und dann zu merken, wow, ich habe mich nur geirrt. Als Jesus mir das gezeigt hat, hey, du hast dich geirrt, es gibt keine Schuld. Ich habe gedacht, wow, pff, danke. Ich habe mich nur geirrt. Ich habe mich nur geirrt. Und das ehrlich wahrzunehmen, dass wir wirklich im Geist frei sind. Mich da immer wieder hinführen zu lassen. Egal durch wie viel Zweifel, egal durch wie viele Schreckensscheinbar Bilder. Wow, ich habe mich geirrt. Ich bin jetzt gegenwärtig in Gott. Und darum kann ich wahrnehmen, dass alles ein Hilferuf nach Liebe ist und war. Von mir und von allen anderen, weil wir in der Sohnschaft einfach schreien, hey, pf, voller Angst. Das sagt Jesus ja auch, wenn es nur den einen Sohn gibt, aber das ist ja der Erinnerte. Und er sagt ja auch, du musst diese Idee von Trennung geteilt haben, sonst wäre sie nicht so wirklich. Es gibt eine Hölle, die wir miteinander teilen und jeder hat noch seine private Wahrnehmungshölle. Und das geschehen zu lassen, das, was wir nicht verstehen können, nämlich, dass nie etwas geschehen ist, wir in Gott sind, es nur einen Geist gibt und zeitgleich wir hier jedem die Hand reichen, der sich noch in der Hölle wähnt, da können wir uns nur führen lassen. Das ist ja diese Schönheit. Wir können diese Erlösung nicht kontrollieren, wir können uns nur führen lassen in der Erlösung, in die Erlösung. Nun siehst du, dass du dich geirrt hast. Du hast dich von den Formen täuschen lassen, in denen der Ruf verborgen war. Und es ist schon ein fettes Ding, ne, wenn wir mit den Körpersaugen schauen, dass wenn jemand uns eine irgendwie gewalttätig ist, ach, das ist ein Ruf nach Liebe. So, und das können wir auch wirklich nur ehrlich berichtigt sein lassen. Total ehrlich. Es geht nicht darum zu sagen, das darf mir nicht wehtun, sondern Zeitraum, sagt Jesus ja auch, da kannst du sündigen, in Anführungsstrichen, da tut dir was weh. Es geht darum, dass wir nicht Zeitraum sind, dass wir Gegenwart Gottes sind. Das ist ja unsere, immer wieder die Erinnerung, ah, ich bin im Geist Gottes. Die Form, darum sind Formen bedeutungslos. So hörtest du ihn nicht und hattest einen Freund verloren, der stets ein Teil von dir sein wollte. Weil die Sohnschaft eins ist, weil das unser einziges Bedürfnis ist, uns wieder zu erinnern, dass wir eins sind, dass es nichts zu fürchten gibt. Das sagt Jesus ja auch. Solange du noch Angst vor einem deiner Brüder hast, hast du Angst vor Gott, weil Gott in allem wirkt. Und damit ehrlich zu sein, darum üben wir ja. Und nach wie vor, wir üben immer das, was wir nicht können. Das sanfte, ewige Rufen eines jeden Teils der Schöpfung Gottes hin zum Ganzen wird in der ganzen Welt gehört, die diese zweite Lektion dir bringt. Das sanfte, ewige Rufen eines jeden Teils der Schöpfung Gottes hin zum Ganzen wird in der ganzen Welt gehört, die diese zweite Lektion dir bringt. Es gibt kein Lebewesen, das nicht den universellen Ruf teilt, Willen teilte, dass es ganz sein möge und dass du seinen Ruf nicht ungehört verhallen lässt. Es gibt kein Lebewesen, da ist ein Punkt hinter, es gibt kein Lebewesen, Punkt, das nicht den universellen Willen teilte. Diesen Willen teilen wir alle miteinander. Und darin liegt unsere Sicherheit, dass wir diesen Willen miteinander teilen. Dass wir eins sind und dass das wirklich jeder auf den Willen hören wird, das mitbekommen wird, so gesehen, diesen Willen wieder mit dir teilen wird, seine Funktion erfüllen wird, weil das unsere Wahrheit ist. Wow. Es gibt kein Lebewesen, das nicht den universellen Willen teilte, dass es ganz sein möge und dass du seinen Ruf nicht ungehört verhallen lässt. Ohne deine Antwort wird es dem Sterben überlassen,
so wie es vom Tod erlöst ist, wenn du sein Rufen als den alten Ruf zum Leben gehört und verstanden hast, dass es nur dein eigener ist. Ohne deine Antwort, ohne meine Antwort, hey, wow, wir sind der Christus. Alles, was scheinbar geschehen ist zwischen uns, ist wirkungslos, weil ich kann, wenn ich vergebe, mich jetzt unverletzt wahrnehmen und dich auch. Ich kann dich und mich schauen. Wir müssen nicht mehr sterben. Es ist alles gegeben, erlöst. Das ist ja diesen Willen zu teilen und uns in dem wiederzufinden. Das ist ja damit gemeint. Ist doch Flash, oder? So, ist wirklich, 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 dass es ehrlich möglich ist, dass es ehrlich möglich ist, mich geistig dahin führen zu lassen, selbst wenn ich sage, wow, ey, ich bestehe, ein Teil in meinem Geist besteht gerade auf Urteil. Und dann zu sagen, okay, wow, will ich das wirklich? Ist das mein wirklicher Wille? Nein, mein wirklicher Wille ist ja, frei zu sein. Und Geben und Empfangen sind eins. Und wenn ich dir vergebe, vergebe ich mir mit, weil es immer der heilige Augenblick ist, in dem ich mich mit dir geistig wiederfinde. Alle Formen sind in Bedeutungslosigkeit erlöst, weil ich wahrnehme, dass mir nichts wehtut, dass ich geheilt, gehalten, gesegnet, geliebt in Gott bin. Das ist ja Vergebung. Darum ist es ja unsere Funktion, weil es einfach die größte Freude ist, mich permanent ständig berichtigen zu lassen. Genau, der Christus, der Christus in dir erinnert sich an Gott mit aller Sicherheit, mit der er seine Liebe kennt. Doch nur wenn sein Sohn, das ist die Sohnschaft, das sind wir alle zusammen, alle, doch nur wenn sein Sohn unschuldig ist, kann er Liebe sein. Und da lassen wir uns ja hinberichtigen, dass wirklich keine Ausnahme nötig ist, weil alles gleichermaßen vergeben und erlöst ist. Denn Gott wäre fürwahr die Angst, wenn er, den er unschuldig schuf, Sklave der Schuld sein könnte. Und dieses Sklave der Schuld zu sein, kennt ihr das? Du erlaubst dir nicht, unverletzt deine Gaben Gottes zu geben, wenn du einem irgendjemandem nicht vergeben willst. Dann bin ich Sklave, Sklavin der Schuld. Nee, ich kann jetzt nicht, weil mir damals das und das geschehen ist. Und das uns echt total urteilsfrei mit Jesus anzuschauen. Hey, nur der mir das aufzeigen kann im Geist. Und dann zu sagen, okay, der Preis ist mir einfach mittlerweile zu hoch. Ich will vergeben. Und Vergebung geschieht durch die Stärke Gottes in uns. Jesus sagt ja, es gibt nicht einen Augenblick, in dem Gott dich nicht um deine Vergebung bittet, um dich erlöst sein zu lassen. Das ist ja das, wo wir sind. Ich halte ein Denksystem, was wir vorhin hier ja gehört haben, das schütze ich, weil ich sage, ich will keine Verantwortung übernehmen. Ich will eine Ausrede haben, warum ich jetzt nicht Gott folgen sollte, weil ich so eine große Angst vor Gott habe. Ich brauche ja, wenn ich mich in Zeitraum aufhalten will, wenn ich nicht in der Stimme Gottes sein will, brauche ich Ideen, warum das nicht möglich ist. Und es ist immer Schuld, das ist immer Verletzung, das ist immer Zeitraum, ist wirklicher als das, was Gott mir gerade gibt. Und das lassen wir ja berichtigen, weil wir dann wahrnehmen, ach, das ist gar nicht mein Wille. Der vollkommene Sohn Gottes erinnert sich an seine Schöpfung. Doch in der Schuld hat er vergessen, was er wirklich ist. Wir haben es einfach nur vergessen. Wir haben es einfach nur vergessen. Und weil wir Mitschöpfer Gottes sind, ist dieses Vergessen scheinbar so stark. Das sagt Jesus ja. Du schützt das. Du musst dir anschauen, dass du das schützt. Das Selbst, worunter du leidest, indem du dich wahrnimmst, dass du stirbst, dass hier irgendjemand geht. Wir sind Sohnschaft, wir sind eins. Und wir befinden uns in einem Traum, in einer Wahrnehmungsebene, wo scheinbar wirklich Leute kommen und gehen. Ich kann mich trennen, ich kann woanders hinziehen, irgendjemand kommt, irgendjemand geht. Und wo wir hingeführt werden, ist ja im glücklichen Traum, wow, ich teile jeden Gedanken, den ich denke, mit allen. Geben und Empfangen sind eins. Ich empfange das augenblicklich, was ich gebe.
wow, und wenn ich mich immer, wenn ich bereit bin, in jedem Augenblick zu vergeben, dann bin ich ja immer tief erinnert, wow, ich bin schuldlos in Gott. Und dann will ich das nur noch mit allen teilen, weil es von selber geschieht. weil da gar nichts mehr anderes zu teilen ist. Weil alles andere bedeutungslos und sinnlos wird, aber im Positiven. Ich opfere nichts, sondern ich sage, natürlich möchte ich das. Und dann steht da, die Angst vor Gott folgt ebenso gewiss aus der Lektion, sein Sohn sei schuldig, wie die Liebe Gottes unweigerlich erinnert wird, wenn er seine Unschuld lernt. Wow, dann kann ich doch hier nur sagen, Jesus, ich will lernen, dass ich unschuldig bin. Da will ich mich von dir belehren lassen. Heiliger Geist, ich nehme dich jetzt als Lehrer für Unschuld. Jetzt habe ich so lange das Ego als Lehrer gebeten, mir die zu beweisen, mich darin zu unterrichten, dass der Sohn Gottes schuldig ist. Das haben wir ja gemacht in der Trennung. Ich habe selber ein Denksystem erschaffen, unter dem ich jetzt sage, oh, ich leide unter einem Ego. Und Jesus sagt, hey, das hast du selber gemacht, ohne Liebe, darum liebst du nicht. Lass das los und lass dich wieder berichtigen, wer du wirklich bist. Das ist ja das, was wir machen. Und wir müssen einfach nur erkennen, es war ein Irrtum. Es ist nicht mein wirklicher Wille, das länger zu schützen. Ich will mich nicht mehr der Sohnschaft, der Erlösung fernhalten. Ich will nicht mehr Recht haben mit Vergangenheit, weil jetzt mein Bruder schon wieder komplett neugeboren vor mir steht. Und das ist natürlich mit Eltern, Kindern, Partnerschaften, Freundschaften, ist das ein wunderschönes Übungsfeld, oder? Dass der andere jetzt schon wieder neugeboren ist und ich dem einfach nur die Vergangenheit, meine selektive Wahrnehmung, drüber stülpe als Form und sage, nee, tut mir leid, bei dir funktioniert das nicht. Bei dir funktioniert das nicht mit der Vergebung, ich weiß auch nicht. Und darum wird ja die Welt in Lachen enden, weil es einfach witzig ist, was wir da versuchen. Und es hat keine Wirkung. Du kannst den Sohn Gottes nicht verändern. Der andere wird immer unschuldig strahlend bleiben. Du nimmst es nur nicht wahr. Das ist alles. Denn der Hass muss Angst erzeugen und auf ihren Vater als sich selber schauen. Wenn ich glaube, ich bin wirklich getrennt, ich bin angstvoll, ich bin voller Hass, dann glaube ich, weil ich ja glaube, ich bin das Kind meines Vaters, dann glaube ich, mein Vater ist auch voller Hass. Und darum habe ich mir Angst vor Gott gemacht. Ich glaube, der ist genauso wahnsinnig wie das Ego, was ich gemacht habe. Der wird mich bestrafen. Das ist ja die Idee von Strafe, die Strafe Gottes. Und das sagt Jesus ja, du hast so eine Angst vor Gott, dass der dich töten wird, wenn der dich wiederfindet. Darum bist du weggelaufen, sie versteckten und sie schämten sich. Das ist ja diese Idee von, ich bin raus, wirklich. Und darum sterben wir hier lieber schneller im Zeitraum, als das, wie Gott uns tötet. Und schon wieder gestorben. Hast mich schon wieder nicht bekommen. Und das, darum ist es eine Illusion. Du kannst nicht sterben. Wir sind ja ewig in Gott. Das ist doch echt ein Flash alles, oder? Wie irrst du dich, der du nicht den Ruf hörst, der hinter jedem scheinbaren Ruf nach dem Tod erschallt, der hinter jedem mörderischen Angriff sinkt und darum fleht, die Liebe möge die sterbende Welt wiederherstellen. Wow, es ist hinter jedem Ruf nach Tod, hinter jeder Angst, hinter jedem Hass, alles, was wir hier tun, aus Angst heraus, wow, ich habe meinen Vater verloren, ich bin getrennt und ich muss jetzt hier schauen, dass ich mich so bösartig verhalte, dass ich mir wirklich beweise, ich habe mich getrennt. Ich mache so eine Bösartigkeit aus mir, das ist ja der Versuch im Ego, dass ich auf keinen Fall zu Gott zurück kann. Und dann kommt Unwürdigkeit ins Spiel und Angst und jetzt kann ich wirklich nicht zu Gott zurück. Und das als Irrtum zu begreifen, dass, und das heißt nicht, dass wir einen Zeitraum, wenn wir geführt sind, nicht zu irgendwas sagen oder nicht eingreifen in innerer Führung, wenn irgendwas geschieht. Wir können uns nur nicht vorstellen, wie das ausschauen wird, weil es mit dem Heiligen Geist geführt Lösungen gibt, in der alle gewinnen. Und darum lassen wir uns ja wieder erinnern, wer wir sind und dann wirklich, okay, wow, ich will nur noch in deinem Namen hier sein, Heiliger Geist, Gott,
ich will nur noch Zeuge, Zeugin sein, dass deine Liebe hier wirklich immer die Antwort auf jeglichen Irrtum ist. Und ich kann mir das in Begrenzung nicht vorstellen, was dann hier mein Sein in Gott offenbart. Das können wir uns ja nicht vorstellen. Das ist ja die Freude, wirklich nachzufolgen, weil wir immer tiefer erinnert sind, immer liebender, immer sicherer, das Licht in allen, in jedem schauen und einfach wirklich in dieser Schau wissen, wow, hier ist Gott und hier ist Heilung. Und wir wissen, ob irgendwas zu sagen, zu tun, Hand reichen, Hand auflegend oder wie auch immer, was es ist uns einfach gegeben, weil wir bereit sind, die Gegenwart Gottes zu empfangen. Darum können wir die Gegenwart Gottes mit Brüdern teilen. Ist doch Flash, oder? Echt so. Und es ist ja auch wirklich wahrnehmbar, dass immer mehr Wunder dann geschehen, oder? Kennt ihr das? Es geschehen immer mehr Wunder in euch, um euch herum. Genau, das ist wahrnehmbar, weil wir einfach sagen, hey, ich will mich von dir wieder belehren lassen, wer ich bin. Ich will mich in meine Natürlichkeit, in meine Natur führen lassen. Genau, du verstehst nicht, wer dich hinter jeder Form des Hasses, hinter jedem Aufruf zum Krieg ruft. Wenn ich einen Krieg da draußen sehe, dann ist es, weil ich Krieg gegen mich selbst führe. Das ist ja damit gemeint. Ich greife meine Unverletzlichkeit an. Ich sage, ich bin kein Kind Gottes, sondern ich bin ein Ego. Das projiziere ich nach draußen, diesen Krieg gegen mich selbst. Und da wir alle eins sind, ist es immer der Ruf, hey, lass uns doch erkennen, wer wir wirklich sind. Das ist ja mein Wille. Lass uns erkennen, wer wir wirklich sind. Dass wir einfach nur MitschöpferInnen Gottes sind, jetzt. Und das nehmen wir aber nicht wahr, wenn wir uns mit dem Ego identifizieren. Sobald ich glaube, ich bin der Körper, habe ich Angst, der könnte mir genommen werden, weil ich dann glaube, es ist meine Identität. Dann muss ich das schützen. Und es immer wieder hinführen zu lassen, wow, okay, ich bin nicht der Körper, es geht darüber hinaus. Und es braucht ja eine Ultra-Ehrlichkeit. Jesus sagt, du hast einen langsamen, erweiternden Weg hier, eine Schulung gewählt. Sonst würdest du dich nicht darin befinden, sonst wärst du augenblicklich erlöst. Und dazu Ja zu sagen. Doch wirst du ihn wiedererkennen, wenn du ihm in der Sprache Antwort gibst, in der er ruft. Er wird erscheinen, sobald du ihm Antwort gegeben hast, und du wirst in ihm erkennen, dass Gott die Liebe ist. Und das ist ja unser Üben. Und das merke ich an mir auch, dass Gott mir aufzeigt und immer wieder aufgezeigt hat, der Heilige Geist, hey, du kannst dich hier so wahnsinnig verhalten, wie du willst. Du kannst so viel urteilen, wie du willst. Du kannst dir so viel Angst machen. Du bist ewig in Gott geliebt. Du kannst dir rumtoben, so viel du willst. Du bist ewig in Gott geliebt. Ewig. Und wenn wir diese Liebe Gottes in uns fühlen, das sagt Jesus ja auch, Gott hat sein Herz in dein Herz gelegt und in jedes hier. Alle deiner Brüder. Und darum geht es ja auch um die Meisterschaft der Liebe. Obwohl wir gar nicht hier sind, wenn die Welt nicht wirklich ist, hängen wir hier scheinbar in dem Teil des Geistes fest, dass Jesus gesagt hat, hey, okay, ich gebe hier den Kurs noch rein. Und das wahrzunehmen, dass Liebe immer die Antwort ist, und wenn ich aber die Antwort der Liebe geben will, ich mich auch zeitgleich bei Geben und Empfangen eins sind, ich mich so tief bereit sein muss, von Gott lieben zu lassen, durch alle Irrtümer, durch alle Zweifel hindurch. Das ist ja damit gemeint. Das ist ja das Spannende an diesem ganzen Weg auch, dass wenn ich sage, okay, wow, ich bin bereit, hier die Antwort zu geben, dann geschieht das in mir. Und das nicht abzuwehren, egal ob wenn Tränen fließen oder Zweifel auftaucht. Das ist ja, es geht ja nicht darum, dass wir irgendwie Gott was beweisen, sondern wir haben ganz viel um uns. Und das sagt Jesus ja, wenn du bereit bist, sind Heerscharen von Engeln, Jesus, der Heilige Geist, alles ist on im Universum.
damit wir erinnert sind, wow, ey, lass los. Du bist das nicht. Es ist ein Irrtum. Du bist das nicht. Du bist nach wie vor, wie Gott dich schuf. Darum ist die Erlösung augenblicklich. Weil es nur ein kleiner Teil in meinem Geist ist. Das sagt Jesus, ja, der Hauptteil, deinem reinen Geist bist du erwacht, erleuchtet. Es geht nur um den kleinen Teil, in dem du wirklich glaubst, an Vergangenheit, an Körper, an Trennung. Und ich hätte nie für möglich gehalten, dass wirklich die größte Freude drin liegt, das Einssein mit allen wiederzufinden. Das war mir bis vor ein paar Jahren, als ich auch schon Seminare gegeben habe, war das immer noch so ein Jesus, ich kann es mir nicht vorstellen. Dann hat er mal gesagt, das kannst du dir in Begrenzung auch nicht vorstellen. Sobald du nach Begrenzung greifst, kannst du dir das auch nicht vorstellen, weil wir sind Gegenwart. Uns ist schon alles gegeben. Wir sind vollständig im Plan Gottes. Wenn du deine Rolle einnimmst, ist dir alles gegeben, jede Antwort. Wir nehmen immer mehr wahr, wow. Gott kommt mir entgegen in allem, in allen, in jedem Bruder. Da ist nur Gott, der in allen wirkt. Die Formen werden bedeutungslos. Und selbst wir greifen ja immer noch nach der Welt, sonst wären wir ja nicht mehr hier in Zeitraum wahrnehmbar für uns und alle anderen. Und damit urteilsfrei zu sein, wirklich einfach zu merken, hey, was macht das denn mit mir, wenn ich wieder Andrea Hanheide verteidige und hochhalte? Und einfach ehrlich zu sein, okay, es macht keine Freude mehr. Oder ich habe aber gerade Angst, das nicht zu sein. Und also halte ich dran fest, urteilsfrei. Und irgendwann merke ich, oh nee, da muss ich ja irgendwas verteidigen. Und Verteidigung ist immer anstrengend. Und wenn ich mich verteidigen will, muss ich da draußen dann auch jemandem die Form von Angriff geben. Und sonst muss ich mich nicht verteidigen. Und das ist ja die Berichtigung, die geschieht. Und wie schön, oder? Ist doch echt so wunderschön. Was für eine Schönheit in dem. Wir sind in einer gegenwärtigen Belehrung, egal was wir machen. Egal, ob wir irgendwie eine Firma leiten oder, keine Ahnung, Toiletten sauber machen oder im Büro sitzen oder zu Hause sitzen oder kündigen oder nicht oder uns um Kinder kümmern oder. Wir sind immer in der Gegenwart Gottes. Wir sind immer in jedem Augenblick neu geboren. Wir sind an nichts gebunden. Das ist ja hier, das ist damit ja gemeint, die Einfachheit der Erlösung. Du bist an nichts gebunden, wenn du bereit bist, dich berichtigt sein zu lassen. Dann kannst du jetzt komplett neu sein mit jedem Bruder, mit dem du bist. Egal. Und das ist ja das Abenteuer, in dem wir sind. Und das ist ja das Wunder geschehen. Wow, ich hatte Angst, mich ganz zu geben. Und ich merke, wow, es ist nur Liebe, die geschieht in dem. Ist doch schön, oder? Ha. Hat noch jemand was zu sagen oder zu fragen dazu? Und würden wir da jetzt stoppen, dann könnte da gut jemand weiterlesen heute Abend. Ja, ich hätte was. Was, eine Frage. Hallo? Ja, ich höre mich. Also ich dachte, du wolltest eine Frage stellen. So. Oh, ich wollte nur wissen, ob man mich hört. Ja, und zwar bräuchte einfach, ja, also heute Abend, es geht um eine Situation, weil du sagst, ja, da sich nicht verteidigen, ne? Und heute Abend habe ich aber so eine Situation, da muss ich meine Position, man kann es ja auch vertreten nennen, ne? Und da bin ich ganz, also da bin ich öfters manchmal so ein bisschen, na, da weiß ich, es ist so seltsam, also das ist eine Arbeitssituation, wo es um was geht, ich weiß nicht, wie genau ich das jetzt beschreiben soll, aber wo es halt darum geht, dass ich erst gesagt, also ich hatte einen Vorschlag, geht um eine Person, die mit soll oder nicht mit soll, auf so ein Projekt, und ich hatte einen Vorschlag gemacht und dann kam aber gleich in dem Moment, wo ich den Vorschlag gemacht habe, kam halt ein anderer Vorschlag und dann war beide so ganz liberal und politisch korrekt, ja,
alles gut und wenn nicht, dann halt nicht und so, von beiden Seiten irgendwie. Dann habe ich mich so zurückgenommen, also dann habe ich so, ja, darauf so gesagt, also erstmal so eine Nachricht dann auch geschickt, wir hatten das auch über WhatsApp und so geschickt, wo ich so gesagt habe, ja, also die Person wollte und würde sich freuen, aber sie würde den anderen auch den Vortritt lassen und so weiter. Und dann habe ich abgeschickt, dann habe ich die aber wieder gelöscht und habe gesagt, nee, ich muss doch nochmal drüber schlafen. Und dann habe ich halt irgendwie so gemerkt, nee, ich will da nicht so, also ich will dafür einstehen, dass ich diese Idee eigentlich für richtig halte. So. Und also ich möchte, ohne dass ich jetzt unbedingt meinen Willen durchboxen will, also wenn es halt nicht so kommt, ist auch gut, aber irgendwie habe ich halt das Bedürfnis, dass da so klar, also da nochmal sozusagen für zu kämpfen. Also das ist auch nicht schlimm, also ich bin ganz locker, ich bin auch, also ich freue mich auch auf heute Abend, es ist nicht so, dass ich da jetzt Angst vor habe, aber trotzdem bin ich mir, weiß ich dann immer nicht, was der geeinte Wille ist und was mein Wille ist, das kriege ich dann immer nicht so ganz klar. Also für mich fühlt es sich erstmal gut an, dass ich jetzt, also irgendwie fühlt es sich besser an, jetzt zu sagen, nee, ist es mir doch wichtig, als zu sagen, ach ja, egal, alle Menschen sind toll, also dann kommt halt eine andere Person, ist auch gut, ne? Also da ist irgendwie was drin, wo ich denke, vielleicht auch ganz andere Sache, dass es halt auch was hochbringt, was jetzt schon mal gut ist, dass es im Vorfeld geklärt wird, als später so ist. Aber da denke ich dann schon so viel drüber nach, weil das kann ich ja eh nicht beurteilen. Aber naja, meine Frage ist, wo ist mein Wille, wo fängt mein Wille an und wo hört er auf und wo fängt Gottes Wille an? Oder ja, unser aller Wille sozusagen. Wo hört er auf und wo fängt er an und so. Also, ja, eigentlich brauche ich nur einen Segen für heute Abend, weil ich das also schon... Ich wollte gerade sagen, ich meine, guck mal, Peter hat dir schon den Segen gegeben für heute Abend. Du hast ihn schon. Ja, gerade. Ja, gut, alles gut. Ja, das ist, ey, wir können hier kämpfen, so viel wir wollen, wir werden es nie wahr machen. Das, worum es ja geht, ist, dass wenn ich den Heiligen Geist einlade, wenn ich sage, hey, okay, meine Idee als Ute, als Andrea ist jetzt, hey, ich will das gerne sagen und dann sage ich das und doch will ich dich einladen in meinen Geist, weil das ist ja nicht dein wirkliches Denken. Ute Ringel ist ja nicht deine Wirklichkeit, wenn du glaubst, irgendjemand könnte hier verlieren und gewinnen. Und naja. Warte ganz kurz. Ja. So, es gibt ja Lösungen im Heiligen Geist, da gewinnen alle und da kommen wir nicht drauf, solange wir an Verteidigung, an Kampf überhaupt denken. Kennt ihr das? Da kommst du nicht drauf. Du kommst da nicht drauf, weil Gott so wirkt. Wir sind den Weg schon gegangen, es sind schon Lösungen geschehen, in der alle gewinnen. Es ist ja schon passiert. Und ich darf, was heißt darf? Ich muss mich nur nicht einmischen und anerkennen, alles, was ich den anderen vorwerfe, wofür ich jetzt oder wogegen ich kämpfen will, so glaube ich auch selber zu sein. Und das macht immer, das sagt Jesus ja, das Problem taucht so lange auf, bis du die Erlösung im Heiligen Geist geschehen lässt. So lange taucht das Problem auf, bis du die Lösung im Heiligen Geist geschehen lässt und dann ist es erlöst. Und zu solchen Treffen zu gehen, das kenne ich ja auch, und mich dahin zu setzen und zu sagen, ja, wow, Jesus, Heiliger Geist, jetzt will ich zurücktreten, jetzt will ich nichts schützen und geschehen lassen, einfach loslassen. Und egal, ob dann irgendwie die Tränen fließen oder, wir lassen es geschehen, wir mischen uns nicht ein als Person, als ich weiß, wer hier welche Rolle hat. Weil es hat immer jeder die Rolle des Erlösers, wenn ich den Heiligen Geist da sein lasse. Weil ich sehe nur mein Denken da draußen. Und wenn ich mich vorbereite auf einen Kampf, dann muss ich Leute wahrnehmen, die anderer Meinung sind. Und was der Heilige Geist zeigt, ist, dass wenn ich mein Herz aufmache, das ist ja mit Wehrlosigkeit gemeint, wenn ich ehrlich kommuniziere, ich habe das Gefühl, ich müsste ja kämpfen, weil ich das so gerne möchte. Und zeitgleich weiß ich überhaupt nicht, wozu irgendwas dient.
Und es wird hier eine Lösung, es gibt eine Lösung, in der alle gewinnen, und die will ich jetzt hier geschehen lassen. Das schon auszusprechen, macht einfach einen Raum auf, dass Gott wirkt, weil er sowieso ewig wirkt. Der wirkt ja ewig. Ich verhindere nur, dass es für alle wahrnehmbar ist. Und diese Wahrnehmung wird berichtigt. Und das sind Wunder. Ich will Wunder geschehen lassen. Ich will Wunder geschehen lassen. Das ist ja... Ich stehe auf Wunder heute Abend. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie. Und das können wir auch nicht. Wir können uns auch nicht vorstellen, wie es geht. So. Weil wir, wenn wir nichts mehr davor stellen, es geschieht. Darum können wir es uns nicht vorstellen. Es geht darum, nichts mehr davor zu stellen, sondern, oh Gott, du wirkst in mir, du wirkst hier in allen anderen. Wir sind nur hier, um im Endeffekt Erlösung zu feiern. Das haben wir heute gelesen. Wir sind nur hier, um Erlösung zu feiern, dass die Welt, die wirkliche Welt, die wahre Welt, einfach Gott durchflutet, ehrlich für uns wahrnehmbar ist. Und dafür sitze ich hier und dafür bin ich. Und was da geht, weißt du nicht. Aber das ist ja das, das sagt ja Jesus, hey, wenn du wieder wunderwirkend sein willst, kannst du nur dein eigenes Denksystem jetzt hier gerade zur Seite stellen und zu sagen, hey, ich bin ein Kind Gottes, alle anderen auch, und wir sind nur hier, um Erlösung zu feiern. Und dann geht es nichts mehr. Das ist wirklich, willst du Recht haben mit Vergangenheit, mit Bildern, mit deiner Idee in Zeitraum, oder willst du hier Glück für alle? Ja, aber ich weiß nicht, das ist es nicht. Also ich bin ja gar nicht in so einer Kampfsituation. Also ich will mich ja gar nicht verteidigen oder so. Es sieht halt so aus. Doch, du hast gesagt, du willst kämpfen. Und wenn du kämpfen willst, musst du dich verteidigen. Weil sonst wäre es ein Wahnsinn, so zieht keiner in die Schlacht. Zieht keiner kämpfend in die Schlacht. Und das hast du gesagt und du sagst, ja, aber. Und das ist einfach, wir wollen Illusion und Wahrheit zusammenbringen. Ich möchte ein bisschen als Andrea Hanheide Recht haben und die Lösung Gottes. Und da sagt Jesus, das wirst du versuchen. Du wirst jedes Mal weinen, weil es nicht gelingt. Und irgendwann hörst du auf damit und sagst, ey, mach du. Weil ich du bin. Darum. Weil Andrea Hanheide nicht wirklich ist. Darum. Wir sind das nicht. Wir sind nicht unsere Konditionierung. Wir sind nicht die Idee, die wir von uns haben. Wir sind das alles nicht. Ja, also ich glaube, ich habe den Punkt nicht ganz erwischt, habe ich das Gefühl, weil aber ist egal. Also es, weil ich habe ja bewusst gewählt, ich sieht so aus, also dass ich dafür kämpfe. Aber ich weiß, ja, ich bin mir da nicht... Ja, ich will ja zurücktreten, aber das hätte, wenn ich jetzt so zurückgetreten wäre, im Sinne von, dass ich es nicht sah, also dass ich das, ich meine, die andere Möglichkeit ist auch wunderschön. Also da gibt es keine, also das ist dann halt eine andere Person, das ist genauso gut. Nein, Ute, es gibt eine Lösung im Heiligen Geist, wenn du sagst, ich will als Ute Ringel nicht Recht haben, ich bin hier, um Gott zu vertreten. Es gibt eine Lösung, in der alle gewinnen, und da gibt es nicht die eine oder andere Seite, das ist ein Sein. Kennt ihr das, wenn ihr zurücktretet in solchen Situationen und Gott geschehen lässt und dann passiert plötzlich was und du denkst, wow, ach Jesus, das ist mit Nachfolge gemeint. Ah, Heiliger Geist, das ist gemeint, dass in deiner, wenn ich mich von dir führen lasse, es ist dein wirkliches, die Beschränkung bist du nicht. Das ist ein alter Reflex aus Zeitraum. Ah, ich glaube, ich bin anders als die anderen. Ah, ich glaube, ich habe ein persönliches Interesse. Ah, ich glaube, ich weiß, wie die Welt sich bewegen sollte. Ah, ich sitze auf dem Thron Gottes und sage, wenn das und das geschieht, ist das recht, richtig. Davon, da gehe ich runter und sage, ich weiß überhaupt nicht, was dem Besten dient. Aber es ist schon geschehen. Wir sind den Weg der Erlösung schon gegangen und ich will der Offenbarung dessen nicht im Weg stehen. Ja, aber kennst du das nicht, dass du sagst so, ja, klar, machen wir so, ja, natürlich, ja, machen wir so, und hinterher kommt dann der Groll hoch, dass du es eben nicht ausgedrückt hast, deine Position. Du kannst liebend deine Position ausdrücken. Das ist meine Position, mit der will ich überhaupt nicht recht haben. Aber ich habe das Gefühl, ich verliere hier gerade, wenn ich die nicht ausspreche. Natürlich kannst du deine Position aussprechen. Das habe ich nicht gesagt, dass du deine Position nicht aussprechen kannst. Nur es geht darum, den Heiligen Geist einzuladen. Du kannst deine Position aussprechen und im Aussprechen kannst du merken, ah, okay, wow, das ist eine ganz alte Verteidigung.
Danke. Natürlich, es ist alles Heilung. Gott nutzt alles. Es geht nicht darum, dass wir die Klappe halten. Es geht darum, dass wir nicht mehr Recht haben wollen. Ich spreche auch meine Positionen oft aus in dem Wissen, dass es gleich sowieso irgendwie schon ein bisschen vorbei und erlöst ist, weil es einfach ich weiß. Der Versuch, gegenwärtige Liebe zu verhindern. Was ist der Versuch, gegenwärtige Liebe zu verhindern, dass alle Lösungen gegeben sind? Hä, also Andrea, das verstehe ich nicht. Ich habe hier Leben und das führe ich aus, ne, das Leben. Deswegen ist ja nicht jede Handlung, die ich mache, ein Widerstand gegen Gott, also so, oder ein Angriff auf Gott. Wenn du nicht mit Gott denkst, ja, klar, das steht im Kurs, das üben wir, das lernen wir, da lassen wir uns beschulen. Jeder Moment, jeder Augenblick, wenn ich einen anderen Körper sehe, ist das mein Versuch, wenn ich glaube, der andere hat einen Körper und ist getrennt von mir, ist das mein Versuch, mir zu beweisen, die Trennung hat stattgefunden, klar. Was ist der Kurs anderes, als dass ich merke, ach okay, es hat gar nicht stattgefunden, es ist auch gar nicht mein Wille, das weiter zu schützen. Ich bin bereit, das Licht in dem wahrzunehmen, jeden einzuschließen, dass wir alle eins sind, ein Gedanke. Natürlich. Ja, es ist lustig. Also, ich sehe so das Bildchen von Tom, da zwei Personen, ne? Und Der Herr davon, der sieht genauso aus wie der Andreas, den ich heute Abend sprechen werde, um den es geht, der die andere Person verteidigt sozusagen. Also lustig. Also, aber ich meine, ich sag halt verteidigen, ich finde es ja eigentlich gut, dass es so kommt, weil dann wird gleich, zuerst war es so, alle sind gut mit allem so ungefähr und jetzt wird offensichtlich, naja, da sind persönliche Interessen oder da sind Misstrauen, das ist vielleicht, oder kommen auf einmal Gedanken hoch, ne? Und ich bin eigentlich sehr froh darüber, jetzt ist es eigentlich ein spannendes Treffen, da geht es nicht nur um irgendwie was, sondern jetzt muss man sich halt mal so Ideen anschauen. Insofern habe ich jetzt keine Angst oder so vor dem Meeting. Und wenn es anders kommt, also das ist ja auch nicht wild. Aber ja, aber so. Aber das ist das Ego und das ist die Angst. Ich plane jetzt schon mal, wie es wäre, was da passiert. Und das ist die Verhinderung des Wunders. Und das ist die Angst vor Gott. Das ist nun mal so. Da sind wir ja alle drin. Sobald ich irgendwas kontrollieren und mich schon darauf vorbereite, auf die Zukunft und sage, das wäre richtig, das wäre verkehrt, aber ich mache schon mal, dass es nicht ganz so schlimm wird für mich. Und das ist die Verhinderung dagegen. Aber das schätze ich mich aber falsch ein. Also ich versuche dem ja gar nicht aus dem Weg zu gehen, sondern ich frage mich nur, wieso habe ich diese Investition oder wieso? Oder wie... Weil du Angst vor Gott hast. Kann ich schneller, also der Wille Gott, also was am Ende passiert, wird eh das Richtige sein. So, davon gehe ich aus. Und jetzt frage ich mich halt, wieso, wie gehe ich denn damit um, dass ich jetzt diesen Vorschlag habe? Also ich könnte natürlich sagen, nee, das ist... Ja, du kannst einfach sagen, ey, das ist mein Vorschlag. Ich glaube, darin liegt das größte Glück für uns alle und damit will ich nicht recht haben. Was ist das Problem? Ja, es gibt auch kein Problem. Also es ist kein Problem. Es ist einfach, was jetzt passiert und ich will es nicht alleine machen. So ganz einfach. Also, ja, aber wenn du es nicht alleine machen willst, dann kannst du dann nur sagen, hey, wenn du da reinkommst und Tom als keine Ahnung siehst, sagen, ey, ich nehme die Bilder von dir. Dass wir hier gegeneinander sind. Ich will wahrnehmen, dass wir immer, das haben wir hier gelesen, dass wir immer in der Erlösung eins sind, dass immer Angst erlöst wird zwischen uns Brüdern, dass unterschiedliche Meinungen unser mein wirklicher Wille sein können. Das Kampf, das ist, was ich wirklich will. Das Ego ist gerade dabei, Krieg zu rechtfertigen, immer wieder in jedem Augenblick. Und das brauchen wir. Wir brauchen Brüder, die scheinbar anders sind, weil ich mir die Trennung beweise. Ich habe Angst vor Gott. Das ist der einzige Grund. Warum sollten wir es? Wir können es ja gar nicht mehr anders benennen, oder? Das ist der einzige Grund. Ich mache die Trennung, damit ich weiß, wow, ich bin wirklich getrennt. Und das ist witzig. Und irgendwann finden wir das witzig. Ich mache dich gerade zu meinem Feind, weil ich mir die Trennung beweisen will. Wie abgefahren. Ich glaube, du hast gerade ein anderes Interesse. Und damit liebend echt Jesus einladen, den Heiligen Geist. Ich lade dich ein in dieses Treffen. Wenn du da sitzt, hey, ich will mit dir sein.
Weil du bist sowieso, ich meine, du bist ein Kind Gottes. Und du, wir suchen uns solche Situationen, um uns wirklich dahin führen zu lassen. Ah, wow. Wow, wenn Gott sein Herz in meins gelegt hat und in jedem anderen, dann will ich jetzt echt alles vergeben. Und alles, was auftaucht an Groll, ist die Vergangenheit. Sind vergangene Augenblicke, die ich nicht vergeben habe, in denen ich mich nicht habe berichtigen lassen, dass nichts geschehen ist. Ja, ja. Ja, ich weiß. Ist aber nicht meine Erfahrung, dass ich mit dem Nichtstun irgendwie meine Funktion erfülle. Also das ist nicht meine Erfahrung. Das habe ich nicht gesagt, Ute. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, du sollst ehrlich sein. Du sollst ehrlich sein, was dir lieb ist. Nämlich, hey, ich möchte hier eine Lösung, in der alle gewinnen. Ich weiß gar nicht, wie es gehen soll, aber ich habe mal gehört, dass hier der Heilige Geist und Gott sowieso Lösungen für alle schon hat. Und das will ich hier geschehen lassen. Weil wir als Lehrer Gottes Gott vertreten, so gesehen, nur noch Zeuge, Zeugin für Gott sein wollen. Und darum holen wir uns solche Situationen. Genau. Damit wir, ja, genau. Und ich habe nie gesagt gerade, dass du nichts machen sollst. Ist ja absurd. Das habe ich nicht gesagt. Naja, ich nicht. Ja, das hast du nicht gesagt. Ich will es nur hier. Aber ich habe keine Ahnung, Gottes Halsband für mich, mein Bruder. Aber ich will nur seine Halsband. Und deshalb lasse ich meine Finger von meinem Plan. Und genau das ist der Punkt. Ja, ich habe die Idee, jetzt nochmal für diese eine Person einzustehen oder für die zu plädieren sozusagen und auch deutlich und klar. Und es fühlt sich schon richtig an, als wenn ich sagen würde, ja, kein Problem. Also egal, ist egal, wer mitkommt. Wir haben doch alle gesagt, was gerade macht eigentlich das. Das Richtige wäre, es wäre richtig zu sagen, okay, ich habe keine Ahnung, so what? Also so, dann, nein, das weiß dann ich du da eine Person ranbringst, dann brauche ich nicht so. Aber nein, ja, nein, das aber weißt du nicht. Ute, du kannst dich dann nur mit Jesus hinsetzen und sagen, was ist jetzt hier die Belehrung für mich? Was ist mein Üben in dieser Situation? Und entweder kommt dann, hey, sprich das deutlich aus, oder es kommt, keine Ahnung, geh kurz auf die Knie, es kommt, sprich ein kurzes Gebet innerlich, oder das ist ja das Spannende an innerer Führung. Wir sind immer in jedem Augenblick in Belehrung und entweder greife ich nach der Vergangenheit und sage, ah, ich weiß, wie man hier argumentiert, habe ich in der Schule gelernt oder letzte Woche war ich erfolgreich damit, ich weiß, wie das geht, manipulieren und. Oder ich sage, hey, ich stelle mich jetzt in deinen Dienst und weiß nicht, was das nächste Wort ist, was ich sprechen werde. Ich weiß nur, ich will hier Heilung, Liebe, Erlösung für alle vom Traum oder ich will hier Recht haben. Und das ist spannend. Das ist in der Tat spannend. Ja, gut. Ich würde jetzt gleich noch kurz ein Lied machen, weil dann muss ich gleich raus. Ja, danke, Andrea. Echt, ich freue mich, wenn du glücklich bist. Echt, ich freue mich, wenn du da sitzt und so voller Zufriedenheit bist. Darum geht's ja. Bin ich im Frieden? Bin ich im Frieden mit dem, was ich, wie ich sage? Und das ist eine innere Führung. Und im Heiligen Geist sind wir da immer im Frieden, weil der Heilige Geist wirklich mich an mein wahres Selbst erinnert. Ich bin ja nicht Andrea Hanheide mit Vergangenheit, mit Vorlieben, mit Abneigung, sondern ich bin ein gegenwärtiges Kind Gottes. Und das ist ja das Abgefahrene. Dann sind Wunder natürlich, weil ich nicht mehr auf einem Recht haben bestehe, sondern nur noch, ey, Gott ist so großartig. Es kann nur für uns alle dieser Augenblick Heilung sein. Und das ist Hose runter. Und das machen wir nicht gerne, weil wir uns immer wieder gerne mit Vergangenheit sicher halten. Ich versuche, mich sicher zu halten mit einem Ego. Und das haben wir gelesen, du wirst da keine Sicherheit finden. Du kannst im Ego in der Welt keine Sicherheit finden. Selbst, das ist ja auch ne, im Hohelied der Liebe, selbst wenn die ganze Welt ich könnte alles profitieren, ich hätte alle Reichtümer der Welt, alle würden das machen, was ich sage und ich hätte der Liebe nicht, dann hätte ich gar nichts, weil ich Liebe bin. Und da finden wir uns ja wieder. Ute, danke, danke, danke für dein öffentliches Ringen. Danke. Danke, Andrea, für dein öffentliches Erinnern. Ja, danke euch auch.
Gerne, gerne, außerordentlich gern geschehen. Nee, muss man wahrscheinlich unten einstecken. Ich bin gleich da. Ich habe unten einstecken. Danke. Ja, also danke. Alles gut. Ja. Danke, danke. Ich danke einfach echt, dass wir üben. Wir üben und wir üben das, was wir nicht können. Und wir müssen urteilsfrei üben. Und und dafür echt danke. Und doch ist es natürlich, die Trennung ist der Versuch, meine Angst vor Gott auszuweichen. Ich liebe euch. Ich stoppe mal noch ein Lied an zum Raus. Ich liebe euch auch. Liebe Segen. Ciao. Ciao.